Tamiya. Der Maßstab im Modellbau präsentiert die Kollektion seiner RC-Fahrzeuge. Tamiya Quick Drive fertig RC-Fahrzeuge. Der Fahrspaß für jedermann. Fertig-RC-Fahrzeug zum 2WD-Einsteigerbausatz Grasshopper 2. Als Basismodell out of the box und als Monsterfahrzeug nach Umbauvorschlägen aus unserem Grasshopper-Spezialprospekt. Tamiya. Bauen. Fahren. Spiralfederdämpfung vorne und hinten. Grasshopper 2 auf der Rennbahn. Grasshopper 2 im Gelände. Grasshopper 2, das Einsteigermodell zum Superpreis von 99 Mark im Fachgeschäft in Ihrer Nähe. Tamiya, Monster Grasshopper mit bulligen Stollenreifen. Tamiya Super Hornet. Ebenso wie Grasshopper ein Einsteiger, aber doch schon einiges besser und schneller. Super Hornet. Aggressiv in Farbgebung und Fahrverhalten. Tamiya 4WD Offroad Buggy Manta Ray. Beliebt und bewährt. Ausbaubar zum Wettbewerbsfahrzeug.
extrem gutes Fahrverhalten. Lexan-Karosserie. Diskfelgen. Öldruckstoßdämpfer vierfach. Tamiya Raceway Sonneberg, eine der schönsten RC-Anlagen in Europa, ist Austragungsort von Europa- und Weltmeisterschaften. Der Deutschland-Endlauf des Tamiya Eurocups findet traditionsgemäß auf dieser Bahn statt. Am Ende des Eurocups steht als großer Preis eine Reise nach Japan zu Tamiya. Ihr Fachhändler informiert Sie gern über alles Wissenswerte. Tamiya Benetton B192. Das Fahrzeug von Michael Schumacher aus der Saison 1993 zeigt Faszination und Rennatmosphäre. Holen Sie sich die Fahrzeuge Ihrer Wahl. Machen Sie mit beim Tamiya Formel 1 Zirkus im Maßstab 1:10. Tamiya Lotus 107B mit dem neuen F103 Chassis. Noch besser. Noch schneller. Einfach Tamiya. Denn Leistung kommt aus Erfahrung. Tamiya Sauber C12. Mercedes Power und sauber Renn-Know-how. Zusammen mit dem Piloten Harald Frenzen. Ein Team, welches in der Rennszene Furore macht. Machen auch Sie Furore als RC-Car-Pilot mit einem Boliden von Tamiya. Die DTM im Original. Die DTM von Tamiya, die deutsche Tourenwagenmeisterschaft, fasziniert auch die Modellcar-Szene. Tamiya Mercedes 190e Evolution, Version 1993. Sponsoren Königspilsner, Boss, Fahrer Klaus Ludwig. Tamiya DTM mit vielen Service- und Tuningteilen sowie Karosserien für jeden Geschmack. 190e Evolution in Version Berlin 2000. 190e Evolution in Version Diebels alt. Und schon entstehen aus unserem Basisbausatz die Fahrzeuge der 1993er Saison von Keke Rosberg und Kurt Timm. Tamiya BMW M3 Sport Evo Schnitzer. Sponsoren Warsteiner Winterschall. Fahrer Manfred Winkelhock. Dynamisches Aussehen, beste Straßenlage, ausgefeilte Technik, hohe Geschwindigkeit. Tamiya Ford Escort Michelin. Markenpokale sind überaus beliebte Rennen. Und wie im Original, auch beim Modell, fahren Sie auf einem Parkplatz, einer Piste. Denn Rallye ist der einzig wirkliche Fahrspaß. Tamiya Alfa Romeo 155 V6 Ti in der Version Larini Nanini. TA02 Chassis. Achsverbreiterung vorne. Einteilige, leichte Felgen. Unser 1:10 Modell stellt ihn vor. Den Sieger der deutschen Tourenwagenmeisterschaft 1993. Das Modell entstand in Zusammenarbeit und unter Lizenz von Alfa Romeo.
Zwei große Marken, ein Spitzenprodukt. Tamiya Mercedes-Benz AMG C-Klasse Telekom D2. Fahrer Klaus Ludwig. Ein neues Highlight in der DTM-Rennsaison 1994 und auf Anhieb der große Gegenspieler der erfolgverwöhnten Alpha-Riege. TA02-Chassis. Achsverbreiterung vorne. Leichtgewichtfelgen. Tamiya DTM, brandaktuell. Tamiya Bush Devil, die neue Generation von 2WD-Geländefahrzeugen. Poppig ansprechendes Design. Robustes Fahrverhalten. Enorme Kraftverteilung. Bullige Reifen. Bush Devil, der Pickup mit der besonderen Note. Tamiya Blitzer Beetle, der VW-Käfer in poppig leuchtendem Outfit mit typischer Offroader-Ausstattung für echtes Fahrvergnügen. Muss für jeden Autofreak und ein Tummelplatz für Airbrusher. Tamiya Bullhead, der American Truck. Chrom, Farbe, Technik. Gleiche Ausstattung wie Clodbuster. Beleuchtung nachrüstbar. Bullhead, gemacht für RC-Abenteuer und RC-Fahrvergnügen. Tamiya Toyota 4x4 Mountaineer, das RC-Spielzeug für den Modellbauer. Alurahmen-Chassis, Originalblattfedern, Motor 750, vierfach Öldruckstoßdämpfer, drei Stufen Schaltgetriebe über eine Mehrkanal-RC-Anlage steuerbar. Mountaineer, nicht für den Rennfahrer, für das Kind im Mann. Tamiya Mitsubishi Pajero, weltweit als Geländewagen erfolgreich. Als Modell in exzellenter Bausatzausstattung sicher ebenso erfolgreich. Neben überragenden Fahreigenschaften auch eine überzeugende Fahrzeugtechnik. Mitsubishi Pajero. Fahrspaß pur.
Famiglia LKW-Serie im Maßstab 1:14. Truckerherzen schlagen höher. Tamiya King Hauler, Zugmaschine mit Containerauflieger. Nachrüstbar Beleuchtung rundum, Rammschutz vorne, Dachspoiler, Öldruckstoßdämpfer. Aufliegerstützen elektrisch angetrieben. Jede Menge Chromteile. Dreigang-Schaltgetriebe über eine Mehrkanal-RC-Anlage steuerbar. Tamiya Globeliner, Zugmaschine mit Tankauflieger, voll verchromt. Gleiche technische Ausrüstung wie King Hauler. Sattelvorrichtung. Sie donnern die Highways hinunter. Sie sind realistisch bis ins kleinste Detail. Sie lassen Spielraum für Truckracer, Manövrierspiele und Schaufahrten. Tamiya LKW-Serie. Technik im Detail. Erfüllt Männerwünsche und lässt Modellbauer träumen. Tamiya. RC-Fahrzeuge vom preiswerten Einsteiger bis zum extremen Wettbewerbsfahrzeug. Tamiya. RC-Bausätze für Verbrennermodelle, Segelschiffe und LKWs. Tamiya. Jahrelange Erfahrung in Technik und Detail. Tamiya. Immer die richtige Wahl.